Ein Tiger. Der Tiger schlechthin. 1912 von Franz Marc gemalt. Die Quadratform des Bildes, knapp ein Quadratmeter, steigert Spannung und Intensität. Das geschmeidige, glatte der Raubkatze ist in flächig erscheinendes, kristallines Gefüge übersetzt. In die Sprödigkeit und Reinheit von Kristall. Van Goghs und Delaunays Bilder stärkten den Mut von Marc, verselbstständigende, leuchtende Farbklänge zu gebrauchen. Die Künstler der expressionistischen Generation, Marc ist 1880 in München geboren, sind in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg von drei Tatsachen bewegt. Aufbegehren gegen akademischen grauen Trott, Suche nach übergreifendem, ganzheitlichem Lebenssinn und Internationalität. Kein Zufall, dass Franzosen, Russen und Deutsche in künstlerischer Kameraderie vereint sind. Das gute Europäertum liegt meinem Herzen näher als das Deutschtum, schreibt Marc nach Kriegsausbruch 1914. Im Akt mit Katze 1910 erreicht Farbe Vitalität. Rot, Blau, Gelb stehen gegen und miteinander. Marc entwickelt ein eigenes System der Komplementärfarben. Der den Farben eigene Licht- und Leuchtwert steigert das Sinnenhafte des Dargestellten. Der rote, blutvolle Körper, das gelbe Katzenfell, die kühlen Blautöne des Teppichs. Blaues Pferd 1, 1911, ist ein Beispiel für diese neue Symbolsprache. Blau in der Farbe des Immateriellen, des Himmels, steht das junge, ungestüme Tier kräftig da, mit Pathos, aber ganz unheldisch. Wir müssen Asketen werden, müssen tapfer fast auf alles verzichten, was uns als guten Mitteleuropäern bisher teuer und unentbehrlich war, schreibt Marc im selben Jahr. Vom Weißen zum Dunklen zu- und abnehmende Farbwerte übernehmen die Funktion von Linien. Das Bild ist farbplastisch gebaut, die Farbe atmet. Der Tiger beobachtet, wach. Ganz und gar Kreatur. Reines Dasein. Fragende Psychologie ist nicht im Blick von des Waldes Hochtyrannen, wie Goethe das Raubtier nennt. Wie sich Materie und Leben verbinden, das interessiert Marc. Die sprungbereite Spannung des Tieres ist in eine Ruhe gebracht, die mittelalterlichen Glasfenstern gleicht. Das hat Marc von dem Menschenmaler Hans von Marais gelernt. Je mehr Marc weiß, was er will, umso mehr verschwinden menschliche Figuren aus seinen Bildern. Bei aller Skepsis gegenüber dem zeitgenössischen Kulturbetrieb, Marc kennt keine Menschenverachtung. Er sucht eine neue Archaik. Die vereinfachende Kunst Ozeaniens des alten Ägypten beeindruckt ihn. Er hat Überdruss an einem zu viel von Gedanklichem. Wenn Gottfried Benn gleichzeitig 1913 dichtet, oh, dass wir unsere Ururahnen wären, ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor, wird eine ähnliche Abwendung von organisierter Zivilisation deutlich. Die Bilder Marcs haben nicht die angriffsfreudige Schärfe des Großstädters Benn. Sie betonen eine beseelte Innerlichkeit. Diese ist fern verquasten Tiefsinns, weil die Tiere Marx als ein Fremdes da sind. Der Berliner Sammler Bernhard Köhler, hier von Marx Freund August Macke gemalt, sichert durch regelmäßigen Ankauf von Bildern Marx wirtschaftliche Existenz. Auch der Tiger gehörte in seine Sammlung. Vor 20 Jahren kam er im Rahmen der Köhler Stiftung in das Münchner Lehnbachhaus. Ausdruck der Künstlerfreundschaften, besonders mit Kandinsky, ist die im Jahr nach der Gründung der Gruppe 1912 im Pieper Verlag erscheinende Programmschrift Der Blaue Reiter. Der Titelholzschnitt ist von Kandinsky. Kandinsky ist auch der Maler dieser romantischen Landschaft.
Er ist der Kopf der Gruppe. Mark zählt die Stunden bei ihm zu seinen denkwürdigsten Erfahrungen. Kandinsky und der Komponist und Maler Arnold Schönberg stehen im Gedankenaustausch über die Ziele der Gruppe Blauer Reiter, die jenseits des zeitgenössischen Akademismus die bisherigen Grenzen des künstlerischen Ausdruckvermögens zu erweitern sucht. Ein Beispiel dafür ist Marks Bild im Regen. Zwei Menschen, ein Hund, geraten im Wald in dieses flutende Naturereignis. Mark gebraucht es als Vorwand, um mit Hilfe kaum gebrochener Farben, rot, grün, gelb, aus einer realistischen Szene eine prismatische, linear gegliederte Flächenordnung zu schaffen. Diese Bildstruktur hat außerhalb von Naturerleben eigene Kunstwirklichkeit. Diese kubistische, verzahnende Flächentechnik charakterisiert auch den Tiger. Statt eines Abbildes gewinnt Mark ein Sinnbild. Das wilde Tier als Wesen, das ganz bei sich ist. Kein herziges Tier zum Anfassen, das in Unschuld vor dem Sündenfall fern von Menschen lebt. Die sichtbare Gelassenheit schließt jenen Blutrausch nicht aus, der die von Rubens, von Delacroix gemalten Raubkatzen ihre Opfer reißen lässt. Reh im Wald, 1912 gemalt. Unter Einfluss von Picasso und Braque sind die Bildelemente Laub, Stamm, Boden flächig vernetzt. Das Reh ist integrierter Elementarteil des Waldes. Mark wendet sich gegen die Konvention, simpel abbildend Tiere in eine Landschaft zu setzen, die, wie er sagt, unseren Augen zugehört, statt uns in die Seele des Tieres zu versenken, um dessen Bilderkreis zu erraten. Mark verniedlicht nicht. Seine Tiere haben ihre Qual, ihre Schicksale. Sie sind ihnen ausgeliefert. Uns Menschen lehren diese stillen Tiere, was wir nicht mehr sind, Kraft unserer Bestimmung auch nicht sein können. Mark malt eine umgekehrte franziskanische Welt. Ließ der große Heilige predigen Tiere am Erlösungswerk teilnehmen, versucht der Maler mit den Bildern seines menschenleeren Tierreiches Symbole zu schaffen, die auf die Altäre der kommenden geistigen Religion gehören. Auf dem Bild Tierschicksale, 1913, ist das Aufbäumen des Rehs ein Hinnehmen, ein Sich-Hinstrecken in kosmische, alles durchströmende Kraft. Das Bild, nach einem Brand 1917, vom Freund Paul Klee behutsam im rechten Viertel erneuert, ist auch ein Denkmal deutschen Wahnsinns. Die Nationalsozialisten entfernten es als entartet aus dem Moritzburg-Museum in Halle. Es hängt heute im Kunstmuseum Basel. Menschenferne schließt Menschen nicht aus. Der Tiger fühlt sich mehr als aufgescheucht, er ist bedroht. Diese Bedrohung, unbestimmt und unaufhebbar, verhängnisvoll, offenbart ein tragisches Weltbewusstsein, das sich unmittelbar dem Betrachter mitteilen soll. Tirol, eines der letzten Bilder Marks, zeigt das Thema des Untergangs. Die Himmel bersten. Über der niedergedrückten Landschaft schwebt in der Art der Votivbilder auf der Mondsichel die Madonna. Auch sie, ein hilfloses Opfer der splitternden Katastrophe. Der Krieg verschlingt auch den kriegsfreiwilligen Mark, 1916 vor Verdun. Seine Bilder sind Dokumente einer Sehnsucht, die Natur und Mensch befrieden will. Diese Botschaft ist unverbraucht.